Hallo Leute, ich bin Legend Killer und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wurde ja gefragt, ob ich mal ein paar Pop-Up-Flashes hier auf Nuke zeigen kann, unter meinem letzten One-Way-Smoke-Video. Da habe ich mir gedacht, bevor dann die nächste Frage kommt, kannst du auch ein paar normale Smokes zeigen. Habe ich mir gedacht, mache ich direkt alles in einem Video. Und ja, ich werde wahrscheinlich so machen, dass ich jetzt mit der CT-Seite anfange. Erst außen, dann A und dann Rampe machen, dann rüber zu den Ts gehen werde und das gleich dann auch erstmal außen, A und Rampe. Und ich weiß halt nicht, wie ihr das sehen wollt. Ob ihr sehen wollt, einfach hier könnt ihr da irgendwo eine Smoke hinwerfen. Oder ob ihr halt so Kombinationen sehen wollt. Ich werde das einfach mal so kombinationsmäßig machen. Das heißt, so wie wir mal ein paar Taktiken spielen. Fangen wir mit der ersten Außensmoke an. Wenn ihr hier um die Ecke kommt, dann könnt ihr da hinten ja noch ein bisschen von hier von dem Main-Dach sehen. Und da müsst ihr einfach euer Crosshair drauf platzieren. Und sobald das Dingens hinter der Kiste verschwunden ist, das Stück vom Dach, dann geht ihr einfach drauf zulaufen, springen und die Smoke werfen. Ihr müsst gucken, manchmal bleibt die oben, prallt die oben vom Balkon ab und die wird dann die Gegner hier alles zusmoken, sodass sie erstmal den Rush wahrscheinlich anhalten werden. Okay, es kann sein, dass manche trotzdem noch gibt, die hier durchlaufen werden. Aber dafür kommen wir natürlich zu den Flashes. Das heißt, wie gesagt, einfach auf das Dach da hinten zielen, drauf zulaufen, sobald das hinter der Kiste ist, die Smoke werfen. Und wenn ihr dann halt hier weiterläuft, könnt ihr dann noch die HE-Granate hinterher werfen. Und ich mache dann, oder positioniere mich gerne hier hinter, weil wenn sie dann durchwaschen, könnt ihr hier halt so viele pieken. Die werden dann erstmal von der Granate sind die dann schon geschwächt. Und so könnt ihr dann halt noch ein paar pieken. Meistens ein Teammate, der dann hier Main reinguckt. Wenn ich dann außen ansah, kommt der hier rüber und wird die dann auch schon abballern oder mir dann Deckung geben. Sollte mir dann hier halt die Munition ausgehen, was gerade nicht geht, weil ich Infinite Ammo drin habe, kann ich dann hier um die Ecke gehen und die Pistole rausholen und dann noch ein paar pieken. Und ja, je nachdem, man kann es auch halt am besten mit der Noob 90, sage ich jetzt mal, der Pro 90, wenn ihr hier steht, könnt ihr ein paar gute Frags holen. Könnt natürlich auch, wenn ihr von hier, Entschuldigung, meine Stimme ist gerade ein bisschen am Abkacken. Wenn ihr hier um die Ecke kommt, dann könnt ihr natürlich auch noch ein paar Flashes hinterher werfen. So eine Flash dahin. Und dann könnt ihr natürlich auch hier kurz kommen und dann hier über kurz, wenn sie dann pushen, welche holen, habt ihr halt hier dann keine Deckung. Deswegen gehe ich meistens entweder hier hin oder hier hin. Ja, ihr müsst halt gucken, ihr sollt halt nicht immer möglichst immer woanders stehen, nicht immer in den gleichen Positionen. Und ja, das war jetzt so mal die erste Außensmoke. Kommen wir nun zur nächsten. Kommen wir nun zu einer Silo-Smoke, aber ich muss vorher sagen, die Smoke kommt ein bisschen aufs Timing an. Ihr müsst dafür am Spawn hier in diese Ecke gehen, aber da hier oben der Zaun so noch so eine Hitbox habt, werdet ihr wahrscheinlich sehen, wenn ihr jetzt hier hochspringt. Seht, da bin ich so ein Stück von der Mauer weggekommen. Das heißt, ihr müsst halt die Smoke im richtigen Augenblick werfen. Dafür geht ihr, wie gesagt, hier in die Ecke. Seht ihr hier diese, diese Streifen hier. Jetzt müsst ihr hier bei dem Streifen oben auf diese Heaven-Plattform zielen. Das heißt, ihr geht hier in die Ecke beim Spawn, zielt dann oben auf Dingens, springt und lässt die dann los, die Smoke. Und die wird dann von Mini-Silo abspringen und hier alles zusmocken. Sollte sie zumindestens. Okay, dass sie jetzt da runtergefallen ist, habe ich auch noch nicht erlebt. Typischer Vorführeffekt, wie gesagt, diese Smoke braucht ein bisschen Übung. Ich habe sie jetzt selbst oder bekomme sie selbst nicht jedes Mal hin. Von daher müsst ihr halt ein bisschen üben. Also wie eigentlich bei fast allen Smokes. Und seht ihr, so sollte die Smoke eigentlich kommen. Wie gesagt, ist halt ein bisschen tricky, wie und wann man die loslässt. Und dann smokt ihr die Silo ab. Und ihr könnt von hier aus auch, wenn ihr jetzt in die gleiche Ecke geht und dann hier diese Streme nimmt, die hier oben mit dem Heaven weitergeht, wenn ihr auf diese drauf zielt und dann springt und loslässt. Oh, das war zu spät. Ihr habt gesehen, ich wurde zur Seite gedrückt. Gucken, kommt die trotzdem an? Ne, kommt sie nicht. Aber diese Smoke ist sowieso jetzt nicht so effektiv, wie ich finde. Ich würde euch dann lieber empfehlen, die erstere Smoke zu nehmen. Und die wird dann nämlich hier aufkommen und wird die Gegner wahrscheinlich an einem Rush hindern. Aber, ups. Seht ihr, die kommen dann zwischen der Blue Box auf. Aber ich habe selten gesehen, dass das jemanden, ja, Rush aufhält von irgendwelchen Gegnern. Von daher würde ich euch diese Smoke eher nicht empfehlen. Kommen wir zu einer weiteren Outside-Smoke für die vorderen Kisten. Dafür müsst ihr, wenn ihr hier um die Ecke kommt, ungefähr da hinten auf diese weiße Kiste hier oder auf die braune Kiste, müsst ihr zielen. Das heißt, ihr kommt um die Ecke, zielt da drauf und dann, wenn ihr ungefähr hier vor der Kiste seid, müsst ihr die Smoke werfen. Dann geht ihr hier natürlich mit dem Messer oder so um die Hand hier rüber, könnt dann nochmal drüber flashen.
guckt dann so Dingens und dann seid ihr hier in Secret und könnt versuchen, die Leute zu pieken. Und das war's mit der Smoke. Gehen wir weiter zur nächsten. Kommen wir zur Heaven Smokes für die CT. Hier gibt's eigentlich keine wirkliche so Smoke. Wir machen das heißt meistens so, dass wir da in den Eingang eine werfen, dass sie so aufkommt. Und wenn ihr dann hier steht, könnt ihr die Gegner halt, wenn die rauspushen wollen, gut versuchen zu pieken. Da sie euch wahrscheinlich erst später sehen. Ihr müsst wahrscheinlich jedes Mal woanders stehen. Hier so ein bisschen seitlich stehen oder auch hier auf den Teilen draufstehen, wenn sie dann, ups, wenn sie dann versuchen halt euch zu rushen. Und ihr dann hier so ja, die Smoke vorher geworfen habt. Und wenn sie dann hier rauskommen, okay, die war jetzt scheiße geworfen, könnt ihr die hier halt pieken, euch hier fallen lassen. Und dann ja, wahrscheinlich die Pistole packen, ein paar noch versuchen zu killen. Und dann versuchen hier Deckung zu nehmen, nachzuladen und wieder ein paar zu picken. Oder dann mal hier eine Flash über die Mauer zu werfen. Und dann hier so rumpieken und ihr dann alle zu holen. Aber ich würde euch eher empfehlen, mit der Smoke, die ihr vorher gesehen habt, oder beziehungsweise. Ja, also wenn jemand von euch halt Secret spielt, ein Teammate mit der Smoke von gerade eben, könnt ihr ja hier wie schon vorher oder wie in dem One-Way-Smoke-Videos gesehen, gucken, dass ihr halt diesen Stahlträger mit dem Schatten wieder in eine Linie bringt, dann hier oben auf das Fenster zielen. Dann müsst ihr gucken, hier diese Strebe oder die zweite Strebe, müsst ihr dann ungefähr hier hinzielen, wo dieses, ja, wo diese Strebe ist. Ungefähr so. Und dann die Smoke werfen. Die wird dann, Secret smoken. Und ja, wie gesagt, wenn euer Teammate dann hier reingelaufen ist, kann er dann von hier aus versuchen, die zu pushen. Da liegt wahrscheinlich dann noch die Smoke vom Teammate oder ein anderer Teammate, der von Main oder Garage spielt, wird dann halt alles von der rechten Seite gucken und ihr könnt dann hier alles versuchen zu picken. Sobald die Smoke weg ist, könnt ihr euch zurückfallen lassen und dann irgendwie eine HE werfen oder eine Molotow, könnt auch den Rush aufhalten. Und ja, ich würde euch von daher empfehlen, wenn einer von euch Secret spielt, die Heaven Smoke, nachdem ihr hier natürlich alles abgesichert habt, ob hier alles safe ist, einfach mal die Heaven Smoke zu bringen und beziehungsweise die Secret Smoke von Heaven. Das war's eigentlich auch schon von hier, von der Position aus. Und ja, okay, ihr könnt noch, wenn ihr hier oben seid, gucken, dass ihr die Tür da aufsprengt, um dann halt da alles zu smoken. Wenn ihr das halt aufgesprengt habt, könnt ihr da smoken. Und dann auch, sobald da jemand rauskommt, könnt ihr die halt versuchen zu pieken oder auch eine Flash reinwerfen. Und dann kann euer Teammate, der von Main kommt, versuchen, da rein zu pushen. Und ja, das war's eigentlich soweit mit A. Gehen wir weiter zur Rampe. Kommen wir nun zur Ramp Smoke. Und Ramp Smoke würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, jede Runde, wenn ihr hier um die Ecke kommt. Ja, erstmal müsst ihr auf den Kran aufpassen, ne? Hier seht ihr ja, hier ist ja so eine Abrundung, beziehungsweise ja hier die Mauer halt abgerundet oder halb abgerundet und da müsst ihr halt eure Smoke-Granate gegenwerfen oder beziehungsweise dahin zielen. Wenn ihr dann dahin zielt, prallt die da ab und wird hier alles zusmoken. Und dann könnt ihr euch ja entweder, wie hier zu sehen, hier hinstellen, versuchen zu pieken. Euer Teammate kann in der Zeit versuchen, diese One-Way-Smoke, also zwischen die beiden Kisten hier zu werfen, dann hier drauf zu gehen. Und ja, sobald die euch dann gewascht haben, kann der Teammate dann hier noch ein paar picken, kann sich dann hier, kann dann um, ja, callen halt das, oder ihr habt wahrscheinlich dann vorher schon gecallt, dass das Rampe wird, kann sich dann hier zurückfallen lassen und kann dann versuchen halt von hier unten nochmal alles zu halten und ja, Heaven-Spieler oder A-Spieler können über Vents rotieren. Und ja, ihr könnt natürlich auch, was ich ziemlich gerne mal mache, in der zweiten Runde, also wenn ihr die erste Runde halt gewonnen habt, kaufe ich mir halt gerne irgendwie eine UMP oder sowas. Macht dann den hier, dass die Smoke ist. Und dann gucke ich, kommt keiner oder kommt hier keiner, dann mit Rechtsklick die fallen lassen, sich umdrehen. Und dann seid ihr hier drin. Okay, bin jetzt krumm gelaufen. Aber ich hoffe mal, ihr wisst, was ich meine. Könnt ihr nämlich im Smoke sieht man ja die Granaten nicht. Das heißt, könnt ihr erstmal warten. Gucken, bis die Gegner alle geflasht sind, könnt dann versuchen, hier ein paar Leute zu pieken. Und ja, das geht halt ziemlich gut mit MPs, weil wenn die Gegner echt geflasht sind, dann, ja, dann sehen die halt nichts. Könnt auch versuchen, noch vorher halt eine HE so in diese bekannten Stellen zu werfen. Gucken, kommt da nichts. Dann könnt ihr auch hier, wenn ihr ungefähr wisst, wo die Door ist, eine Flash werfen, sodass die dann alle geflasht sind. Könnt dann hier rauskommen. Müsst halt gucken, wenn hier einer in der Ecke steht, der holt euch dann meistens. Aber sonst, wenn ihr hier Dingens habt, könnt ihr die alle holen, hier immer die Ecken abpicken, aber das wisst ihr selber. Kommen wir zur nächsten Rampe, Smoke.
So, kommen wir mal zu einer Fläche, die ich euch auf Rampe zeige. Und zwar, wenn ihr dann hier um die Ecke kommt, da gesmoked habt, wie ich euch gerade eben gezeigt habe, ist ja halt je nachdem, wo euer Teammate steht, ne, kann ja hier stehen oder hier unten stehen, an den Boxen stehen. Aber würdet ihr eurem Teammate am besten mal erzählen, er soll hier so stehen, versuchen von hier zu pieken. Und sobald der callt, die sind hier um die Ecke, steht ihr dann hier schon mit der Granate bereit, lässt ihr dann einfach per Rechtsklick fallen. Und die werden alle geflasht und hier ist ja die Granate oder die Flash ist ja im Rücken von eurem Teammate. Und die Leute, die halt alle da um die Ecke kommen, die, ja, die gucken dann halt hier ab und werden dann Full-Flash sein. Von daher kann ich euch die Smoke oder die Flash gut empfehlen. Weiß gar nicht, geht das auch so? Könnt ihr zur Not auch so machen. Aber wie gesagt, so ist halt der Weg kürzer, wo die Gegner sich umdrehen können. Könnt ihr halt warten, bis sie explodiert und dann könnt ihr die dann halt so pieken. Der Teammate kann dann auch in der Zeit von hier aus dann um die Ecke rumkommen und versuchen, hier welche zu pieken. Müsst halt gucken. Ich würde euch von daher empfehlen, dass euer Teammate am besten hier irgendwie mit dem Rücken zu euch steht. Weil wenn ihr dann hier zum Beispiel an den Kisten steht, guckt ihr ja selber rein. Oder wenn der hier unten steht, ja okay, sieht der vielleicht, je nachdem wie die Smoke kommt, ist er halt leicht geblendet. Von daher würde ich euch empfehlen, dass euer Teammate dann irgendwie hier spielt, unter den Kisten spielt. Die könnt ihr natürlich von anderen Positionen auch werfen, von hier zum Beispiel. So, zack. Und dann auch versuchen zu pieken. Oder wenn ihr hier hinter den gelben Silo steht, könnt ihr die auch werfen. Und dann könnt ihr versuchen, welche zu pieken. Wie gesagt, müsst ihr euch halt eine gute Ecke aussuchen. Wenn ihr hier steht, könnt ihr auch hier so stehen und die werfen, dann sind die alle geflasht, könnt dann hier rumpacken und dann bam bam alle wegkillen. Vor allem würde ich euch sowieso empfehlen, nicht hier in der Ecke zu stehen, da die meisten ja wahrscheinlich hier die Kisten, die ich euch nachher auch zeigen werde, absmoken werde. Das heißt, sie gucken dann hier, aha, gucken da, sehen da keinen, eben da und dann gehen die halt sofort hier rüber und tun hier schon pre-firen. Von daher empfehle ich euch einfach mal, irgendwo mitten im Raum hier so zu stehen. Denn ich meine, ihr habt ja hier wahrscheinlich eh keine Deckung. Einfach hier so zu stehen, denn die meisten, wie gesagt, die aimen halt, versuchen zu waschen, gucken, aha, da ist keiner und machen dann hier Pre-Fire. Und achten halt nicht drauf, ob da einer steht. Und wenn ihr dann hier steht, schon bereit für die zu pushen, dann könnt ihr die auch holen. Und ja, das war's auch mit der Fläche. Und ich glaube, wir wechseln mal zu den Tees. Ja, wie gesagt, kommen wir mal zu den Tees. Und zwar werde ich euch jetzt mal drei Smokes zeigen, die ihr für außen benutzen könnt, um ins Secret zu kommen. Und das heißt, ihr müsst also euch hier hoch, ja, aufs Dach drauf, nicht boosten lassen, sondern da hochspringen. Und jetzt, ja, diese ist halt pixelgenau, müsst ihr sein. Und zwar geht ihr hier vor diesen Schornstein ganz oben auf dem Dach, wo ihr auch hier zum Main rein, zur Lobby rein könnt. Und ja, müsst ungefähr euer Crosshair hier so platzieren. Und jetzt guckt ihr seht diese zwei Schornsteine. Und hier dieser Schornstein auf der linken Seite geht ungefähr mit dem Teil hier auf einer Linie. Und dann müsst ihr halt vier nach rechts, also 1, 2, 3, 4. Und jetzt müsst ihr hier oben drüber zielen. Jetzt kommt es halt auf eure View-Settings an und auf euer Crosshair. Meins muss ungefähr so ein kleines bisschen drüber sein. Und das war, glaube ich, reicht das? Ja, das reicht für Catwalk. Dann habt ihr so Catwalk gesmoked. Wie gesagt, normalerweise spiele ich eigentlich nicht mit der Auflösung. Ich spiele halt immer nur so 4 zu 3 Stretch, damit die Köpfe und so größer sind. Aber für YouTube nehme ich halt Full HD und muss halt gucken. Die hat jetzt zum Glück gepasst. Und ja, zeige ich euch mal die zweite Smoke. Dann habt ihr zum Beispiel Catwalk gesmoked. Das kann einer machen. Der andere springt dann hier. Also, ja, wenn ihr von hier kommt, von eurem Spawn kommt, hier auf die erste Kiste, auf die zweite, geht dann hier in die Ecke rein. Zielt jetzt hier diesen Strich hier, diesen Rost oder was das da sein soll, einfach abziehen, wie gesagt, hier in die Ecke, dann den Rost und dann ungefähr bis ihr hier auf der Höhe von dem Scheinwerfer seid. Da ist ungefähr so, die wirft ihr dann und die fliegt dann hier, landet dann so. Müsst ihr gucken, kann sein, dass ihr dann halt hier einmal kurz springen müsst und dann seid ihr hier drin. Und die müsst ihr dann am besten in Kombination mit hier, wenn ihr halt um die Ecke kommt, seht ihr, hier sind so eine dicke, dann kommt ein kleines und hier kommen halt diese zwei Teile. Und ihr müsst halt hier diese Seite, also von dem linken hier, die Seite mit hinten hier, mit der Kante von dem Haus hier, auf eine Linie bringen. Das heißt ungefähr so, dass das hier auf der rechten Seite ist. Dann müsst ihr hier den rechten Strich vom Silo nehmen und dann auch ungefähr wieder bis oben zur Lampe hin. Und die werft ihr dann und dann in Kombination mit
der Smoke hier. Die werden wahrscheinlich jetzt nicht perfekt kommen, da ich hier einfach nur schneller geworfen habe. Müsst ihr halt euch mit euren Teammates absprechen. Könnt ihr dann halt, wie gesagt, da vorbei. Hier ist alles zugesmoked. Catwalk habt ihr auch vorher zugesmoked. Und dann hier, wie gesagt, könnt ihr auch hier nah an der Smoke rushen. Und dann seid ihr hier in Secret drin. Müsst ihr halt gucken, wie ihr das macht. Ich würde euch auf jeden Fall noch einen Tipp. Am Anfang müsst ihr sowieso warten, bis euer Teammate oben ist. Würde ich hier schon up-aimen. Und vor allem würde ich aufpassen, da die meisten halt, wenn die hier irgendwie smoken, dass die dann auch eine Granate da gegen den Zaun werfen. Weil wenn die gegen den Zaun abprallt und ihr hier versucht halt, euren Dingen zu machen, eure Smokes, dann könnt ihr hier ein paar Granaten abbekommen. Ihr könnt auch, wenn ihr die Smokes geworfen habt oder die anderen Teammates, werdet ja hier drei Smokes, einer da oben. Der kann dann auch gucken, ob keiner von hinten kommt. Der könnte eventuell auch einen Ventwash machen, damit er auch euch bei B helfen kann. Und ihr habt dann drei Leute, die Smokes werfen. Einer könnte dann von hinten absichern und einer kann hier vorne absichern. Und dann, wenn die sagen, zum Beispiel, keine Ahnung, wir machen jetzt bei 1 Minute 30 werfen wir die Smokes, kann der dann hier auch eine Flash werfen. Das so, dass sie halt in Garage oder so gesmoked sind, geflecht sind. Dann kann er auch eventuell ein paar HEs werfen. Und ja, ihr könnt dann halt immer schön nah an den Smokes laufen und seid dann in Secret drin. Dann möchte ich euch noch eine Smoke zeigen, die, falls ihr, sag ich mal, alleine außen faken wollt. Und zwar kommt ihr dann hier um die Ecke und dann, bevor diese Doppelzaun kommt, müsst ihr hier diesen Zaun mit hinten mit der Tonne in eine Linie bringen. Also, dass der rechte Teil vom Zaun mit der linken Seite von der Tonne übereinstimmt. So ungefähr. Jetzt müsst ihr halt hier auch wieder, je nachdem wie eure Settings sind, wie gesagt, ich spiele normalerweise in anderen Auflösungen. Hier, und dann muss ich ein bisschen drüber zielen, dann die Smoke werfen. Die wird dann vom Main-Dach abprallen und die Garage zusmoken. So, und wenn ihr dann halt hier eure Ave habt, dann habt ihr halt da erstmal gesmoked, habt Granaten abgewartet, dann braucht ihr euch da erstmal so eventuell da noch ein klein bisschen keine Sorgen machen. Dann könnt ihr hier da irgendwo abaimen oder könnt auch, ja okay, könnt ihr auch mit einer AK machen. Könnt ihr hier leise euch um die Ecke schleichen, hier eine Flash werfen. Dann könnt ihr da gucken, ob da keiner ist. Dann könnt ihr hier auch auf Main reinkommen. Falls ihr mal zum Beispiel ein A-Split spielt oder so, die anderen laufen alle über innen oder ja, über Pommes, Blue Box, wie auch immer. Und ihr kommt dann hier halt über außen. Einfach hier ein bisschen flashen. Warten, bis die Smoke aufgeht. Und dann einfach mitrushen, halt immer schön die ganzen Ecken abaimen, aber das wisst ihr ja. Und dann halt versuchen, A einzunehmen. Jo, das war's auch schon mit den Außensmokes. Soweit ich weiß, gehen wir mal zu A. Ich habe doch noch eine Outside-Smoke. Und zwar, wenn ihr dann diese Smoke hier zum Beispiel geworfen habt, könnt ihr, wo ich euch erzählt habe, ja mit dem A-Split, könnt ihr auch natürlich auch versuchen, Heaven einzunehmen, indem ihr dann zum Beispiel weitergeht. Und dann müsst ihr gucken, dass die große Kiste ungefähr mit der Garage in einer Linie ist. Müsst ihr hier überall, also bei der Big Box hier, im mittleren Teil hoch bis zu den Kabeln, dann nach vorne laufen und die Smoke werfen. Die wird dann hier von der Garage abkommen und Main smoken. Und damit, wenn ihr halt beide Smokes kombiniert wirft, dass Garage halt gesmoked ist, und Main, dann müsst ihr halt gucken, eventuell hier halt eine HE reinwerfen. Gucken, und dann könnt ihr hier halt versuchen, Heaven einzunehmen. Oder von hier aus auch, müsst ihr halt gucken, je nachdem mit wie viel Mann ihr hier kommt, könnt ihr hier oben up-aimen. Oder könnt ihr auch versuchen, dann von hinten eine Rampe zu nehmen. Aber wie gesagt, ihr müsst halt immer darauf achten, dass wahrscheinlich noch einer in der Garage ist. Das heißt, wenn ihr dann hier um die Ecke kommt, müsst ihr gucken, keiner Heaven. Kommt ihr hier um die Ecke und dann müsst ihr gucken, ob ihr hier jemanden pieken könnt. Aber ich wollte euch halt noch diese Main Smoke zeigen. Wie gesagt, am besten... Moment kurz. Ach, mein Auge kurz gejuckt. Gucken, dass ihr hier diese Kante mit hinten, mit der Kante hier, in einer Linie bringt. Das heißt, ungefähr so, und dann hier, wo dieses mittlere, dieser Streifen ist, zielt ihr hoch auf den zweiten Kabel, nach vorne laufen und die Smoke werfen. Die müsst ihr auch nicht weit laufen, wie ihr gerade gesehen habt. Die wird dann einfach hier von der Wand abprallen, Main zusmoken. Und ja, das war's dann eigentlich auch mit der Smoke. Und jetzt gehen wir mal zu den A-Smokes. Kommen wir nun auch zu einer, ja, Smoke, die, oder eine Flash, die könnt ihr eigentlich
beiden Richtungen benutzen als CT oder T. Eigentlich könnt ihr alle benutzen, aber die ist halt für beide nützlich. Dafür müsst ihr halt, wenn ihr hier in Main reingeht, hier in, euch in die Ecke stellen, also mit dem Rücken zu dem blauen Teil, zielt dann hier zwischen, also zwischen dieser Decke hier und oben der Decke ungefähr auf die Mitte, werft dann die Smoke, dreht euch um und könnt dann hier pieken, weil die Smoke wird davon ab, also da, die Flash wird da abprallen und hier kommen. Und wenn ihr, wie ihr hier sehen könnt, die sehen die halt nur im letzten Augenblick, wenn die schon aufkommt. Von daher ist das gar nicht so schlecht, die Flash. Wie gesagt, einfach hier in die Ecke stellen, ungefähr so mittig, also zwischen dem hier und oben, mittig irgendwie aimen, kurz umdrehen. Die war jetzt zu lang geworfen, aber ihr habt es gesehen beim ersten Mal ungefähr, wie man die werfen muss. Von daher sollte das kein Problem sein, die Leute da alle zu pieken. Und es geht weiter mit der nächsten Flash. So, kommen wir dazu einer T-Smoke für Secret. Dafür müsst ihr dann einfach hier auf den Container drauf. Die könnt ihr zum Beispiel benutzen, wenn ihr wisst, dass die Gegner die One-Way-Smoke benutzen. Oder benutzen, müsst ihr hier halt na, auf den Boden ziehen und dann ungefähr euer Crosshair hier so auf die Ecke des Containers zielen. Dann müsst ihr auf den Silo hier diese Stromkasten, der da offen ist, auf die obere rechte Ecke und dann hoch. Und dann müsst ihr halt, wie gesagt, wieder auf eure Crosshairs, ja, Settings und alles achten. Ich muss ungefähr ein bisschen über den Silo zielen, den dann werfen. Und der wird dann hier in Secret landen. Oder die Smoke wird in Secret landen. Und ja, wenn hier jemand versucht, die One-Way-Smoke zu machen, ja, wird der entweder denken, Teammate hat die Scheiße geworfen. Oder ihr habt den halt habt den auf jeden Fall zugesmoked. Kann er natürlich denken, dass er Teammate Scheiße geworfen hat. Dann könnt ihr gucken, ob ihr dann Outside Rush macht oder nicht. Aber die Smoke wollte ich euch auch noch zeigen. Gehen wir weiter zur nächsten. Und kommen wir nun zu einer Heaven Smoke, auch für Outside. Und dafür müsst ihr natürlich, oder was heißt natürlich, dafür müsst ihr wieder auf das Dach. Diesmal müsst ihr euch hier ungefähr auf das rechte, hier auf diese rechte Ecke von dem Schornstein zielen. Dagegen laufen und dann seht ihr hier oben diese, ja, dieses Dachteil, keine Ahnung, was das sein soll. Und dann müsst ihr halt mittig ein bisschen über die Mitte drüber zielen und dann die Smoke werfen. Die wird dann hier lang kommen und dann wird die hier oben Heaven zu smoken. Plus dann halt noch die Catwalk Smoke und die Außensmoke, solltet ihr eigentlich sicher in Secret reinkommen. Und ja, wie gesagt, einfach hier auf die rechte Seite zielen, dagegen laufen, Smoke rausholen, ungefähr da mittig, ein bisschen höher zielen, Smoke werfen und die sollte perfekt kommen. Und ja, von hier aus könnt ihr dann nichts sehen, wenn ihr hier Heaven seid. Wir können ja versuchen, hier um die Ecke zu gehen und hier irgendwo euch noch versuchen zu pieken. Aber da liegen dann auch überall Smokes, vorne Catwalk habt ihr dann ja auch zugesmoked. Hier liegt noch eine Smoke und wenn ihr euch dann halt, wie gesagt, hier so durchbewegt und dann den letzten Meter noch ein bisschen jumpt, dann solltet ihr eigentlich sicher hier nach Secret kommen. Und ja, geht's weiter mit der nächsten Smoke. Kommen wir nun mal zu einem, ja, A-Push, sage ich jetzt mal. Und zwar könnt ihr von hier aus, wenn ihr halt hier reinkommt, Main smoken. Dafür müsst ihr hier hingehen in die Ecke, dann hier über die Tür seht ihr dieses, ja, dunkle von der Decke, einfach da hinzielen, dann die Granate werfen, um die Tür aufzusprengen und dann einfach direkt Smoke-Granate hinterher werfen und die wird dann Main zu smoken, sodass halt keiner von hier außen oder halt der Main-Spieler, ja, sieht da nichts, dann muss dann hier um die Ecke kommen und dann habt ihr natürlich den Positionsvorteil, wenn er da um die Ecke kommt. Dann könnt ihr natürlich, was heißt natürlich, dann könnt ihr noch Vent Rush, nachdem müsst ihr jetzt hier die Granate nicht werfen, weil die Tor, ihr müsst die Granate eigentlich werfen, ihr könnt euch halt die Granate von hier hinten aussparen, dann macht sich hier halt einer bereit. Und wenn ihr hier einfach in die Lobby reinkommt, dann müsst ihr gucken, hier ist ja diese Ecke, und ihr müsst links davon, ist ja so ein brauner Strich, ungefähr hier auf die Mitte zielen, zwischen dem ersten und dem zweiten braunen Strich in die Mitte zielen.
Das heißt, wenn ihr hier um die Ecke kommt, müsst ihr natürlich gucken, dass hier keiner Pommes und so pusht. Ist ja sehr alles klar. Da drauf ziehen, gegenlaufen, Granate. Die wird dann Vents aufsprengen und die Tür aufsprengen. Und dann könnt ihr da eine Smoke-Granate hinterher werfen. Und noch eine Flash-Granate hinterher, falls jemand halt oben auf Pommes drauf steht und mit euch nicht abballern kann. Und dann könnt ihr hier in den Vent rein, könnt ihr runter und dann könnt ihr hier schon planten. So könnt ihr zum Beispiel einen Ventwash machen. Würde ich euch halt natürlich nur als Erste empfehlen. Zum Beispiel, wenn ihr als Erste, der Erste hat die Bombe, hat einen guten, guten Spawn, kommt dann hier rein. Muss halt gucken, muss dann halt hoffen, dass keiner hier Pommes oder so pusht. Die Teammates gehen dann über außen mit den ganzen Smokes und Flashes. Und ihr könnt dann halt von hier aus runter nach B kommen und die Bombe planten. Und während eure Teammates hinterherkommen, könnt ihr halt irgendwie Toxic oder euch hier hinter verstecken und alles abaimen. Und ja, das war mal so ein kleiner Ventwash. Gehen wir weiter zur nächsten Smoke. Kommen wir nun zu einer Heaven Smoke und ein paar Flashes für A. Und dafür müsst ihr wieder auf das Dach. Stellt euch halt vor diesen Schornstein. Zielt so weit nach unten, wie es geht. Und dann müsst ihr hier auf dieses weiße Teil ziehen. Also von dieser Umrandung auf das weiße. Dann geht ihr hoch und dann seht ihr den grauen Kasten hier. Müsst ihr von der linken unteren Ecke nach unten zielen. Jetzt seid ihr hier zwischen den beiden Strichen. Davon nehmt ihr dann den linken, also den hier. Dann müsst ihr hoch zielen, sodass ihr ungefähr auf der Höhe von dem Dach seid. Das heißt, von dem grauen Teil, runter, dann ein nach links. Und dann auf die Höhe ungefähr des Daches die Smoke werfen. Die prallt dann da ab und smoked Heaven zu. Und wenn ihr dann schon hier oben seid, könnt ihr auf das Teil drauf springen. Dann die Flash auspacken. Ungefähr guckt ihr da hinten dieses Gebäude. Nehmt ihr ungefähr das linkere davon. Dann geht ihr nochmal einen nach links oder beziehungsweise hier mittig und zielt ihr dann ein bisschen höher. Die Smoke wird dann, ja, oder die Flash wird dann hier aufpoppen, alle Blenden, die hier drin sind. Also wie gesagt, auf das Teil, auf den Schornstein drauf. Und dann guckt ihr hinten, wo das Gebäude ist. Und von, also das ist ja diese Linie hier, müsst ihr einen nach links und dann hier drüber. Und dann die Flash werfen, die wird dann drin aufkommen. Das gleiche könnt ihr auch von hier aus machen. Hier drunter. 1, 2 und dann hier so ungefähr mittig machen. Oh, okay, hier 2. Also wenn ihr von dem Schornstein hier seid, dann müsst ihr 1, 2, 3 und dann hier mittig. Dann könnt ihr hochspringen. Dann seht ihr ungefähr, aha, da ist das Fenster. Und dann die Smoke werfen. Die wird dann auch da aufprallen. Und drinnen alle Flaschen. Oder ihr könnt auch, die ist aber ein bisschen tricky, hier auf den Schornstein werfen. Okay, seht ihr, die war nämlich scheiße. Und die müsst ihr halt die richtige Seite treffen, sodass das dann auch davon abprallt. Und ja, okay, die war jetzt wohl. Ja, die war ein bisschen kurz. Seht ihr, die ist hier oben halt aufgekommen. Aber wie gesagt, so könnt ihr dann halt sagen euren Teammates, yo, ich smoke jetzt Heaven bei, keine Ahnung, wieder 1,30. Teammates sagen, okay, warten dann unten. Und dann smoket ihr, sagt ihr, okay, ich flash ist raus. Und ja, so könnt ihr das machen. Und wir gehen weiter zur nächsten Flashes und Smoke. So, kommen wir nun zu ein paar Lobby-Smoke, also Flashes von Lobby nach A. Dafür geht ihr einfach, wenn ihr in Lobby reinkommt, hier links in die Ecke an das Teil dran. Zielt dann, so, dagegen. Zielt dann oben rechts hier auf die Ecke, lauft nach vorne, wirft die Smoke. Könnt dann sofort um die Ecke laufen, weil die Smoke wird direkt vor euch aufploppen. Ihr könnt dann gucken, ob hier keine sind und die pieken. Aber hier habt ihr halt die Gefahr, wenn ihr euch hier in die Ecke stellt, wenn dann irgendeine Sniper oder irgendein Spieler in Main steht, der könnte euch killen. Von daher könnt ihr auch ein bisschen zur Seite gehen, sodass ihr halt die beiden Wände, also das Stück von der Wand hier, mit der Wand in einer Linie ist. Das heißt, ihr kommt dann hier um die Ecke. So. Und dann müsst ihr halt gucken, dass ihr das in einer Linie habt. Und dann könnt ihr auch gucken, ob ihr die Flashes so dann wirft. Dann kommt ihr auch halt, könnt ihr direkt durchlaufen und gucken, ob hier alles frei ist. Könnt dann zur Not, wenn der Teammate halt sagt, der smoked vorher Heaven, dann habt ihr halt, müsst ihr halt noch nicht auf Heaven achten, dann könnt ihr einfach so durchlaufen und die waren, glaube ich, ein bisschen spät. Ne, waren die nicht. Könnt ihr durchlaufen, hier unten gucken, oben gucken und könnt dann hier hingehen, die Bombe planten oder wenn Teammate vorher
Am besten haben Teammates natürlich vorher Main gesmoked, dass ihr auf der Seite planten könnt. Und ja, das war's auch mit deren Flashen. Gehen wir weiter zur nächsten. Kommen wir nun zu einer zu einer Flashgranate, die ihr hier unter Heaven werfen könnt. Die meisten werden wahrscheinlich irgendwie hier immer so werfen und dann hochlaufen. Aber ihr könnt viel besser, wenn ihr hier hochgeht, euch umdrehen, ein bisschen hoch, dann hier gegenzielen und dann die Flash werfen und dann hochkommen. Und ja, es war jetzt ein bisschen zu früh hochgekommen, aber ihr seht, die kommt dann halt viel später auf. Die könnt ihr auch, glaube ich, von weiter unten werfen. So muss man halt immer den richtigen Winkel finden. Und dann könnt ihr die halt da alle pieken. Und ja, wie gesagt, je nachdem, in welchem Winkel, wie tief man die wirft, kommt die halt dementsprechend spitz. So sieht man sie relativ weit. Wenn ihr die von relativ weit unten wirft, müsst ihr halt gucken, wie ihr da mit dem Aim auskommt. Zack, könnt ihr hochgucken, alles frei, da, zack, kill, 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 kill. Und ja, das war's auch mit der Flash. Gehen wir weiter zur nächsten. Kommen wir nun zu zu den Ts, zur Rampe. Und zwar könnt ihr, wenn ihr hier in diesem Türrahmen steht, da einfach mittig auf den Türrahmen stehen, also zielen. Cursor ungefähr auf diese, ja, oben auf diesen Türrahmen zielen. Dann die Flash werfen, die wird dann von der Wand abprallen und dann hier aufgehen, sodass die alle geflasht sind, oder der Sniper, der da hinten steht, und die hier irgendwo vorne der Kisten stehen, die hier stehen. Und ja, okay, da hinten, die werden nur minimal geflasht, die werden hier gar nicht geflasht, aber das könnt ihr halt nutzen. Wie gesagt, ihr kommt einfach um die Ecke, stellt euch hier hin, werft die Flash, springt dann hier rüber und dann zielt ihr hier, seht ihr ja diese, ja, keine Ahnung, was das sind, diese Teile, Generatoren, wie auch immer. Stellt euch hier mittig hin, holt die Smoke, zielt auf die Mitte von der Tür und wirft die Smoke. Die wird hier ein paar Mal abprallen, sodass ihr halt, wenn ihr hier um die Ecke kommt, da kurz gucken müsst, könnt hier um die Ecke, und dann könnt ihr hier halt noch versuchen zu pieken. Könnt ihr dann natürlich auch kombinieren, wenn ihr die geworfen habt. Wie gesagt, mittig dagegen, hier ungefähr auf die Mitte zielen, dann eine Flash hinterher werfen, sodass die alle geflasht sind. Ihr könnt das natürlich auch anders machen, wenn ihr die Smoke, also wenn ihr euch hier gegenstellt, könnt ihr auch auf die rechte Türecke zielen, dann die Smoke werfen. Die fliegt dann etwas weiter, sodass ihr halt hier besseren Überblick habt. Und dann einfach, zack, die dagegen werfen, die Flash, hier alles gucken. Und wie gesagt, also habe ich euch vorher als T gezeigt, diese Kante hier. Da könnt ihr halt auch die Flashes gegenwerfen, geht halt in beide Richtungen. Und normalerweise aimt man ja hier so ab und dann aimt man direkt hier um die Ecke ab. Und deswegen würde ich immer gucken, dass da kein CT steht. Habe ich euch ja schon erzählt als CT, dass ich mich hier gerne hinstelle, weil halt die meisten, wenn die, ich zeig's einfach nochmal. Also wenn du hier gegen gedrückt, rechts oben in die Ecke werfen, die kommen dann so und die meisten gucken halt da. Gucken da und dann gucken die direkt hier um die Ecke, und da guckt halt kaum einer hin, weil da die meisten einfach hier direkt so den machen. Und wenn ihr da steht, könnt ihr ein paar Peaks machen, nur müsst ihr halt aufpassen, Gefahr durch Kran. Ab zur nächsten. So, kommen wir zu einer kleinen Ergänzung. Wenn ihr diese Smoke von gerade eben geworfen habt, so ungefähr, könnt ihr eurem Teammate noch sagen: Flash mich mal kurz raus. Der wirft dann die Flash. Ihr habt dann hier eure Granate in der Hand und wirft die dann dahin, oder eure Smoke, sodass ihr dann halt da den Aave-Spieler oder was auch immer auch zugesmoked habt. Dort könnt ihr dann auch, wenn ihr hier alles frei ist, auch wieder eine HE hingegenwerfen. Ungefähr müsst ihr gucken, dass ihr die Kante halt trifft. Und sodass ihr denen dann auch Schaden zugefügt habt oder dass euch von da aus keiner pushen kann. Dann müsst ihr einfach mit allem Mann runter. Oder was heißt mit allem Mann? Und einer kann dann hier stehen, zum Beispiel hier in der Ecke. Und die versuchen halt meistens mal runter zu gehen. Und wenn da noch einer steht, wird er sich dann halt, wenn der hier ist, so die Awe, versuchen den zu pieken, geht dann hier um die Ecke, versucht den nochmal zu pieken. Und ihr könnt dann halt in der Zeit, ja, entweder halt eine Flash dahin werfen und dann um die Ecke pushen. Oder ihr schleicht einfach hier vor und macht halt so einen Rechtsklick. Und wenn halt hier einer mit der Awe aimt, der sieht die halt erst, wie ihr sehen könnt, relativ spät, ist dann geflasht. Ihr könnt dann hier vorkommen, den pieken, könnt euch eventuell die Awe schnappen und dann hier mit eurem Teammate sagen: Komm, geh du runter, ich guck hier. Zielt ihr halt hier ab oder nochmal auch Radio aimen, dass keiner von hinten kommt. Und ja, gehen wir weiter zur nächsten Smoke.
So, habt ihr jetzt Rampe eingenommen? Könnt ihr jetzt von hier aus runter natürlich gehen zu B? Und jetzt könnt ihr verschiedene Smokes werfen. Zum einen könnt ihr hier euch so hinstellen, dass ihr dieses gelbe Teil dahin, also dieses Schild seht. Und dann ein bisschen links daneben nach vorne und Smoke werfen. So habt ihr den linken Vent von hier aus zugesmoked. Und wenn ihr dann auf der Seite seid, müsst ihr eigentlich am besten irgendwie auf die Steckdose aim nach vorne und die Smoke werfen. So habt ihr den Aim, also den Vent von der Seite, sodass ihr hier rüber ballern könnt. Oder den Vent von der Seite, dass ihr darüber ballern könnt. Aber ich würde euch lieber empfehlen, die folgenden Smokes zu werfen. Also die hier könnt ihr auf jeden Fall werfen. Wenn ihr dann hier seid, könnt ihr hier unten, also knapp unterhalb dieses Kabel hier oder dieser Leitungen hier ein bisschen unterhalb zielen. Das heißt, ihr kommt hier um die Ecke, müsst halt gucken, ein bisschen unterhalb, nach vorne und die Smoke werfen. Die wird dann hier abprallen und direkt den Spot perfekt smoken. Das heißt, wenn ihr dann halt noch, sagen wir mal, die dazu wirft, so, dann könnt ihr halt die noch werfen, so dass der halt im Vent geflasht ist. Ihr könnt dann hier runter und dann hier schön die Bombe planten. Und von der anderen Seite, also das waren jetzt, ich würde euch empfehlen, halt diese zwei Smokes zu werfen. Das heißt, die hier oben, da unten sind schon mal zwei, die ihr weg habt. Wenn ihr dann halt noch hier oben die eine Smoke geworfen habt, habt ihr drei weg. Das heißt, eventuell helfen, habt ihr also noch ein, zwei Smokes. So, kommen wir nun zu einer Smoke, von der hier unten beide Fenster, also beide Vents meine ich, beide Vents smoken könnt. Aber die ist auch ein bisschen tricky, sage ich jetzt mal. Dafür müsst ihr, wenn ihr hier runterkommt, auf der linken Seite euch hier gegen drücken, sodass ihr hier ungefähr eine gerade Linie habt. Und jetzt seht ihr da hinten so einen schwarzen Fleck. Das ist der schwarze hier von diesem, ja, Gummi oder was auch immer das sein soll, was hier diese Leitung hält. Und ja, wenn ihr hier runterkommt, ungefähr hier alles auf einer Linie. So, dann diese schwarze, was gerade eben noch zu sehen ist, müsst ihr nach links auf die Wand ziehen und jetzt müsst ihr nach vorne und die Smoke werfen. Ich glaube, die war jetzt ein bisschen spät. Ja, die war nicht gut. Weil man muss halt das richtige Timing haben dafür, wenn man die loslässt. Also dagegen, auf die Wand, nach vorne und die Smoke werfen. Und jetzt ist sie gut gekommen. Die soll dann halt da oben landen. Und wie ihr seht, sind beide Vents halt gesmoked. Ihr könnt hier um die Ecke gucken. Könnt hier gucken, aha, Window ist frei. Könnt dann hier runter jumpen, gucken, hier ist keiner. Und dann den hier pieken. Und ansonsten könnt ihr dann hier weitergehen. Und wenn da halt unten gesmoked ist, könnt ihr auch hier rüberlaufen und dann hier die Bombe planten. Also wie gesagt, würde ich euch echt empfehlen, wenn ihr hier runterkommt, erst die Smoke werfen. Oder einer wirft die Smoke, die ist aber jetzt nicht so unbedingt nu notwendig. Die würde ich auf jeden Fall werfen, dass ihr den Spot halt gesmoked habt. Plus dann eventuell noch die, ups, also die nicht hier, sondern die ich jetzt werfe. So, und wenn halt alles gleichzeitig Dingens gesmoked ist, könnt ihr dann halt hier gucken. Aha, da ist keiner, hier ist keiner. Da versuchen einen zu pieken. Schnell hier rüber, Bombe planten und dann habt ihr den B-Spot schon für euch. Und ja, gehen wir weiter zur nächsten. So, kommen wir nun zu einer, ja, Molotow-Granate oder Flash-Granate, indem ihr überprüfen könnt, ob jemand auf der linken Seite, also von euch hier aus hier links im Vent ist. Und zwar, wenn ihr hier in den Vent kommt, müsst ihr halt gucken, dass da dieses, das ist immer so ein X hier, dass hier dieses mittlere Teil, wo dieser Fleck hier ist, das ungefähr, dass das hier so gerade auf der rechten Seite zu sehen ist. Und dann müsst ihr ungefähr hier oben, also ist ja dieser Strich, ungefähr dahin zielen, nach vorne laufen und die Dingens werfen, die Molotow. Und ja, wenn da jemand steht oder eine Flashgranate, wird der halt von der Flash getroffen. Wenn nicht, wird er entweder getroffen und brennt dann. Und ja, wenn nicht, hört der halt. Also wenn da einer steht, könnt ihr auch die Flash werfen, dann hört ihr, da ist einer. Und dann wird er auch da abgefackelt und das geht auch raus, falls jemand halt hier stehen sollte in der Ecke, wird er immer noch, kriegt er auch Schaden, muss dann hier weggehen und das hört ihr dann ja natürlich. Weil es, glaube ich, kaum einer hier um die Ecke gehen wird, schleichend, wenn der im Brennen ist. Und ja, habt ihr dem schon mal ein paar Schaden oder etwas Schaden hinzugefügt. Und wie gesagt, das geht halt, wenn der auf der anderen Seite sind, so einfach dagegen laufen, werfen. Und ich weiß gar nicht, ob es auf der Seite auch geht.
Ich glaube, das ist auf der Seite nicht so effektiv. Ne, ist nicht so effektiv. Jo, das war's mit der Brandgranate. Gehen wir weiter zur nächsten Brandgranate. Ja, Leute, das war's eigentlich auch soweit mit den Smokes und Flakes und allem. Ja, ich bin eigentlich selber nicht so ganz mit zufrieden. Man muss halt immer gucken. Allein ist das halt immer ein bisschen schwer, die ganzen Smokes und so zu zeigen. Ich glaube, in dem nächsten Tutorial, was ich machen werde, werde ich das eher so machen, dass ich, sag ich mal, erstmal die ganzen Smokes zeige. Das heißt, ich zeige so, ja, ihr könnt die Smoke werfen, ihr könnt die Smoke werfen. Dann könnt ihr euch selber halt gucken, welche ihr euch kombiniert. Und ja, da bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich für zu. Also ich werde erst die Smokes, dann beim nächsten Mal zeigen, dann die Flashes. Und eventuell ein paar Molotovs. Hier gibt's auch oder gab es mal ein paar Molotovs, die man dann halt von hier unten an die Decke werfen konnte. Aber das haben sie wieder gepatcht. Und ja, und beim nächsten Mal, wie gesagt, werde ich es einfach so machen, dass ich alles einzeln zeigen werde und nicht mehr alles zusammen. Von daher bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen und ich hoffe mal, ich konnte euch ein paar Tricks zeigen oder ein paar neue Smokes und Flashes zeigen. Und ja, dann hoffe ich mal, ich konnte euch weiterhelfen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei.
Kommen wir nun zu einer Smoke und Flash, die ihr von A auf B werfen könnt. Dafür müsst ihr halt hier runter gucken. Und ungefähr hier seht ihr hier, diese grauen Kasten sind immer so Striche. Und bei dem dritten Würfel ungefähr müsst ihr halt mittig zielen, dann die Flash werfen. Die wird dann hier aufprallen. Genau hier alle Leute, die hier um die Ecke stehen, also flashen. Und ich zeige das nochmal von der Seite. Also wie gesagt, mittig einfach auf das dritte werfen, runter. War jetzt zu früh runter, wie gesagt. Und dann guckt ihr hier um die Ecke, die sind dann alle geflasht. Und das gleiche könnt ihr dann auch mit den Smokes machen. Wenn ihr hier runter geht, einfach dagegen werfen. Die prallt dann da unten auf. Smoket euch dazu. Könnt ihr hier in Ruhe dann die Flash werfen. Und hier rauskommen, dass ihr euch da halt keine Sorgen machen müsst. Könnt ihr dann eventuell noch Kühl feiern, falls einer hintersteht. Und ja, das war's auch mit der Smoke und Flash. Ab zur nächsten.